Wir sind dabei. Wunderschönen guten Morgen. Gestern habt ihr ja gesehen, unser Auto war ganz voll. Und jetzt zeigen wir euch mal, was da alles reingepasst hat. Plus 4 oder 5 Tüten von Uschi vom Einkaufen noch. Sie ist heute auch im neuen Look übrigens. Snoopy Pullover. Und hautenge Leder-Imitathose. Ja, sie sieht so putzig aus. Das müsst ihr euch angucken. Kommt nachher vorbei. Wir waren übrigens natürlich auch einkaufen in der Stadt, habt ihr ja mitgekriegt. Aber ich muss sagen, das ist ziemlich erschreckend, wie das aussieht da in der Stadt inzwischen. Da ist ja diese Hauptfußgängerzone, ne? Wenn du von der Galeria Kaufhof rüber gehst, da zum alten Karstadt, was jetzt auch zu ist. Da ist wirklich auch jeder dritte Laden leer, muss ich sagen. Und in den Laden, also was jetzt unsere Konkurrenz ist jetzt zum Beispiel, waren wir ja auch drin hier. Bei Mediamarkt und bei GameStop und so. Mediamarkt, Mediaabteilung, fast nichts mehr. Fast aufgelöst. Dafür haben sie jetzt ein paar Lego-Kästen hingestellt. Aber haben auch nicht wirklich viel Auswahl. Nee. Und Preise waren auch für den Arsch. Also ist natürlich die Frage, was das Ganze soll. Dann waren wir bei GameStop drin. Die haben auch noch kaum noch Videospiele. Also so wie wir hier, keine Ahnung, PS4, 1000 verschiedene Titel oder so. Die haben vielleicht so ein Regal und haben vielleicht, keine Ahnung, 200 verschiedene Titel. Und dann haben sie so in der Mitte jetzt so eine Drehsäule mit Mangas reingestellt. Und an der Seite haben sie auch noch ein paar und so. Vielleicht sollten die Firmen sich überlegen, was sie überhaupt sind. Wenn GameStop ein Manga-Laden werden will, dann müssen sie die ganze Bude vollstellen mit dem Manga-Kram. Oder wenn halt praktisch Mediamarkt irgendwie Smith-Toys Konkurrenz machen will, dann müssen sie halt die ganze Bude mit irgendwie Spielzeug vollstellen, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, finde ich total lächerlich. Es wird immer komischer halt, ne? Jeder versucht krampfhaft alles zu machen und wirklich gut ist es dann halt nicht, Nee. muss man sagen. Aber wie gesagt, auch die ganze Innenstadt, wirklich jeder dritte Laden im Prinzip leer. Gut, wir waren auch in Schlosserkran da mal geparkt. Da war noch relativ voll, ne? Aber gut, jetzt erstmal zu unserer Sache. Wir wollen euch ja auch was vorstellen hier. Und nicht nur sülzen, ne? Da hat er das Parkdeck gesucht, wo das Auto steht. Ja, wir waren dann in irgendeinem Alter. Fahrstuhl und plötzlich waren wir irgendwo in unserem Keller, wo es dann gar nicht mehr rausging. Ach, hör auf. Ein Labyrinth halt, ne? Uschi, lach nicht so. Ja, ich habe Das kann gesagt, jedem mal passieren. wir sind falsch, aber immer nein, wir müssen hier lang, wir müssen hier lang. Alter, dann waren wir ganz falsch. Ja, du brauchst halt einen, der dir sagt, wo es lang geht. Ja, in die falsche Du Richtung. Luder. Na gut, wie ihr seht, zwei Playmobil-Leuchtkästen haben wir gekauft. Müssen wir nur mal gucken, wie wir die hier irgendwo anbringen vielleicht. Ja, das wird noch ein bisschen komplizierter, aber cool sind sie auf jeden Fall, ne? Ja. So, und jetzt packe ich das alles auf den Tisch hier, oder wie machen wir das? Ja, mach mal. Ja, ich mach mal. Das habe ich nur gekauft. So ein Base-Set praktisch von Lego, aber ein richtig altes. Da fand ich der Karton halt allein schon cool. Naja, gut, er hat gejammert, dass er da eine Woche verbraucht hat, praktisch die Steine zusammenzusuchen, die da reingehören. Aber gut, ist ja so eine Sache, ne? Ja. Dann haben wir hier Minnie Maus schlafend. Warte mal, Röckchen hoch. So, das muss ja schick aussehen, ne? Süß. Dann haben wir hier Bambi, Ja. ne? Dann haben wir eine Uhr. Weltkulturerbe mit Bud Spencer und Terence Hill. Auch mega, ne? Ja, wir haben schon tolle Sachen gekriegt irgendwie, ne? Dann haben wir hier von Tabaluga. Eine CD war das, ne? Und so. Hier mit Originalbild und darunter war dann noch CD und DVD und so. Warte mal, komme ich da dran? Oh, jetzt baue ich die ganze Sache auseinander hier, wa? Hier guckt. Also praktisch diese DVD, die dazugehört und mit Bild. Voll cool. Tabaluga Peter Maffay, ne? Ja, da waren schon ein paar schicke Sachen bei, ne? Hier haben wir noch ein paar Schilder. Das sind auch diese richtig schweren geprägten, ne? Terence Hill und Bud Spencer, die hat man halt nicht mehr. Dann der Klassiker, die Beatles, dieses Abbey Road Cover praktisch, wo sie über den Zebrastreifen gehen. Dann von Help hier,
Das sind auch diese richtig starken Getränke. Dann haben wir hier nochmal Bud Spencer. Naja, gut, dann für unsere Heimat-Tier, Eintracht Braunschweig-Schild und das Meisterbier mit der Meistermannschaft von Eintracht. Lange, lange ist her, ne? Ja. Ob das jemals wieder passiert? Keine Ahnung. Oder ob Bayern die nächsten 40 Meisterschaften auch hintereinander gewinnt? Gute Frage. Eisern Union hat ja gestern auch verloren, ne? 5-0. Ja, auch mega, ne? Das könnte Winnie Pooh als Baby sein, ne? Mhm. Soll das so sein? Höchstwahrscheinlich. Und ja, nochmal. Die fandst du zu cool, ne? Ja, die fand ich cool. Also eigentlich haben wir nur Stofftiere gekauft, natürlich. Nein, Quatsch, haben wir nicht. Aber wir haben viele gekauft. Aber ich habe einen Tabaluga-Becher gekauft. Wow. Vom Konzert von Peter Maffay. Ja, schön. Ja. Das war praktisch mit dem anderen Ding da zusammen, ne? Dann haben wir hier noch ein paar andere Schilder. Warte, hier vorne. Unsere Tankstellen-Girls, ne? Mhm. Haben wir wieder. Die haben wir jetzt alle verkauft gehabt, schon mal. Die sehen cool aus. Dann haben wir noch hier Route 66. Und dann nochmal. Mit einem anderen Motiv. Ja, die sehen auch cool aus. Das sah auch richtig geil aus, ne? Ja. Das Diner-Schild, das hast du ausgesucht? Genau. Ja, du hast halt Geschmack. Mhm. Du weißt, was die Männer so wollen, ne? Das auch. Oder cool. Die anderen Frauen. Oder die anderen Frauen. Oder die anderen Frauen, ja. Was? Hot Rod. Garage. Ach so, da unten. Ja, ja, okay. Steht da drauf. Sehr das schön. Ist auch cool. Ja, Uschi hat Geschmack, ne? Und dann nochmal Bud Spencer und Terence Hill. Das ist dann praktisch so ein ausgeschnittenes Bild, ne? Hm. Sieht dann auch cool aus. Eins hast du ja bei uns auch an der Wand, glaube ich, in ne? In Schwarz-Weiß. Genau, in Schwarz-Weiß. Wie gesagt, wenn man das an der Wand macht, sieht auch mega aus. Am besten natürlich an so eine weiße Wand, ne? So, dann haben wir hier Figuren gekriegt. Da müssen wir dann preislich mal gucken. 39 Euro hatte der Händler drauf halt. Was die denn wirklich wert sind halt. Das sind diese Zombies. Die haben jetzt natürlich keine 39 Euro bezahlt. Den Händler kann man halt auch. Aber mal schauen. Hier, ergibt das irgendwie eine Figur hier? Ja. Das wird dann festgehalten von dem Zombie hier irgendwie, ja? Ja. So in der Art? Ja gut, habe ich mir gedacht. Das müssen wir auch noch mal putzen, ne? Ja. Die sehen nicht schick aus mehr. Dann haben wir noch ein paar Comics hier. Asterix und Obelix, hat letztens Kunde bei mir danach gefragt, ne? Richtig. Deswegen habe ich die mal mitgenommen. Das ist noch so ein dickes Buch hier und noch Donald. Sieht auch komisch aus, ne? Mit dem Monster von Loch Ness könnte das sein. So, dann haben wir noch mehr Schilder hier. Harley Davidson. Genau. Dann haben wir deinen Lieblings-VW-Bus, den du gerne mal in echt haben würdest, ne? Ja. Dann haben wir noch die Opel-Garage. Mhm. Nur für Opel-Parkplätze. Noch ein großes Bud Spencer-Bild. Und noch ein großes Bud Spencer-Bild. Genau. Und dann sind wir durch mit den Blechschildern. Fast. Nee, da hinten liegt noch eins, sehe ich gerade. Ja, noch so ein VW. Aber gut, da komme ich gleich hin, ne? Mhm. So, hier haben wir. Cool auch als Geschenk, denke ich mal. Ein Riesenbierglas. Ja, das ist cool. Von Altenburger. 2010 rausgekommen. Best of. Ja, wir finden auch mal Sachen, ne? Mhm. Dann haben wir hier von Lou Reed so eine Special Edition mit 3 CDs drin. Dann für unsere Spielesammlung haben wir hier noch Gruselrunde zur Geisterstunde. Und dann haben wir noch Captain Black hier. Ja, das auch richtig cool. Schwer. Also da schon ein. Achso, da ist ein komplettes Schiff drin hier. Seht ihr das? Ja, ist, denke ich mal, auch ein ganz cooles Spiel. Vielleicht spielt er dann Captain so direkt. Denke ich mal. So, was haben wir hier? Dann haben wir hier von Skylanders noch dieses limitierte Quaschbendico-Set. Ja, ich denke mal, das ist auch selten. Das habe ich einfach mal mitgenommen.
War vielleicht auch zu teuer, das weiß ich nicht so genau. Gut, dann habe ich hier das einzigste Videospiel übrigens, was wir gekauft haben. Also mehr haben wir nicht gekauft. Sonst haben wir ja alles voll mit Videospielen. Aber das ist das einzigste. Mario Party 10 für die Wii U. Aber das ist ganz cool hier. Dann haben wir nochmal die Wii U-Controller hier. Also kann man natürlich für die normale Wii U auch benutzen. Das sind ja also diese Remote Plus-Controller. Sogar noch im Originalkarton. Und dann haben wir hier was im Karton, was ich noch gar nicht gesehen hatte vorher. Aber der Händler meinte, das muss ich unbedingt mitnehmen, sonst kriege ich das andere Zeug nicht. Oh. So ungefähr. Black Point. Also eine ganz alte Spielekonsole. Sieht so Atari-Grafikmäßig aus, ne? Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Den Karton müssen wir ein bisschen schick machen. Ja. Gut, wie gesagt, habe ich vorher noch nie gesehen. Aber jetzt haben wir ihn halt. Uschi macht das schon dann. Dann sieht das auch wieder toll aus. Glaube ich, hoffe ich. Schauen wir mal. So, dann haben wir unser letztes Schild hier wahrscheinlich. Nee, da drunter ist noch eins. Warte. Genau, das ist das VW-Schild in groß. Und hier haben wir nochmal VW-Garage in groß. Ja. Ah, die Blechschilder sind aber schon schön, ne? Ja. Das kann man nichts sagen. Hinter dir stehen Tüten, die kommen, da kommen wir gleich zu, ne? Ja. Dann. Kim's Will. Das war auch so geil. Ich sag, mir kommt keine Deko mehr ins Haus. Und an den nächsten Stand, oh, das ist aber schön. Das muss ich aber kaufen. Naja, das habe ich ja für den Laden gekauft. Hm. Für Hose, ja, Gebimse oder so, ne? Aber das ist wirklich schön, weil, guck, da konnte man richtig durch die Fenster gucken. Warte mal, ich pack das jetzt nicht ganz aus hier. Guck mal. Kommst du da, sieht man das? Hm. Cool, ne? Schick, ne? Mhm. Ist halt eine Lampe. Aber sieht wirklich gut aus. Da war er ganz stolz, ja. Ja, wird auch schon ein bisschen älter sein, denke ich mal. Nach dem Karton zu urteilen. Müssen wir dann mal gucken. Vielleicht stellen wir es auch nur ausgepackt hin. Ausgepackt sieht es natürlich besser aus als in dem Karton hier, ne? Viele legen natürlich immer Wert auf den Karton, aber in dem Fall, boah, würde ich es fast auspacken, ne? Mhm. So, ach so. Wir kommen gleich zu den anderen Tüten. Ja. Hier haben wir aber noch gekriegt die Avatar-Sets, die neuen. Damit wir die jeweils einmal alle da haben. Und hier ist dieses große mit diesem Baum halt. Siehst du ja, hier ist mit diesen Drachenfliegern praktisch, ne? Und hier kämpfen sie und so. Ja, mal gucken, ob sich das durchsetzt hier bei Lego. Wie gesagt, gestern waren wir extra dann bei Karstadt und Galeria Kaufhof und hatten geguckt, weil die ja auch diese Exklusivrechte haben da an den Sachen und so angeblich. Und da war nichts. Aber das war nichts, ne. Und auch nicht günstig und weiß ich nicht, war ich ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein. Dann sollen sie uns doch lieber die Exklusivrechte geben. Bei uns wird das gewertschätzt. Ja. Ne? Genau. Weltweit. Nur bei uns und bei... Vielleicht hält der Steine noch bei dem. Der hat vielleicht auch noch Ahnung. Ne? Ja. Dann machen wir beide das, statt hier Smith Toys und die Kaufhof da und das war's dann. Und dann kommen sie alle zu uns. Im Traum, oder? Eine schlafende Mickey Maus haben wir. Uschis Traum quasi. Und, dann war aber noch nicht genug, dann haben wir noch eine Mickey Maus im Schlafanzug. Die leuchtet auch. Die noch zusammen. Also die Backen leuchten, ne? Nee, das kommt noch. Okay. Das war nämlich Lilo von Lilo und Stitch, ne? Und, warte. Wenn man da irgendwo drauf drückt hier. Guck, da leuchten die Backen. Ja, cool. Limited Edition, Weihnachtsedition. Der Hammer, oder? Aber da leuchtet auch irgendwas. Ja, gut, aber ich kann ja jetzt nicht alles hier ausprobieren. Warte mal, der hält nicht. Kann man draufdrücken? Kann man draufdrücken? Du machst die Leute nicht nervös. Ah, man Backen. Kann da auch draufdrücken. Uschi freut sich, ja. Endlich Spielzeug. Gut. Das war unser erster Kauf des Tages quasi. Ja, das war der Hammer. Fußkauf, weil wir am Anfang nichts gefunden haben. Aber wir haben natürlich noch was gefunden. Da hat Uschi eingekauft jede Menge DVDs. Obwohl wir natürlich nicht genug haben. Wir wollten keine kaufen.
Genau, wir wollten keine kaufen. Und dann haben wir nichts gefunden gehabt erstmal. Und dann hat sie hier so ungefähr 40 Kinderfilme gekauft. Ja, ich wollte eigentlich nur bestimmte. In einem Land vor unserer Zeit wolltest du haben, ne? Ja, ich wollte nur bestimmte und dann hat sie gesagt, sie macht einen guten Preis für alle. Ja, und dann ja, haben wir alle mitgenommen. Und dann haben wir halt diese 40 Stück oder 38 oder wie viel sind, für 20 Euro gekriegt. Genau. Ne? Da geht das dann, ne? Und du hast deine in einem Land vor unserer Zeit Sachen auch alle dabei. Genau. Hurra! Hurra! Und alle waren glücklich. Ich auf jeden Fall. Ja, du auch immer, ne? Warte, dann haben wir noch diese Tasche hier gekriegt. Ja, die fand ich auch cool. Tabaluga. Das war übrigens mit hier, mit was wir vorhin vorgestellt haben. Den Becher und was war das andere nochmal? Ein Bild. Vergessen. Und den Bild, genau. Und da drin haben wir dann nochmal ein neues Monopoly hier. Ja. Schlechte Verlierer hat man noch nicht. Noch original zu. Sonst war nichts in der Tasche hier, ne? Nee. Ja, und die Tasche an sich halt, ne? Die ist schön. Ja, die sieht schick aus, ne? Kann man nichts sagen. Hat sie auch gesagt, wurde noch gar nicht benutzt oder so. Also wirklich neu praktisch. So, dann haben wir hier noch ein paar Figuren. Da konnte wieder Uschi nicht an sich halten. Ja. Wir haben ja erst eine Sammlung gekauft. Und sie hat gesagt, das ist viel zu viel und hast du nicht gesehen. Und jetzt hat sie noch andere Star Wars Figuren gekauft. Seht ihr ja, 20 Euro haben die gekostet. Aber ich denke mal, die kosten ein paar Euro mehr sonst. Die sind hier auch richtig mit Stoff und so. Müssen wir dann noch mal ein bisschen schick machen hier, ne? Ja, und abwischen und sowas. Auf dem Flohmarkt kriegen die immer ein bisschen Staub ab. Aber die sind schon ganz cool. Mhm. Sehen auch gut aus, ne? So, und dann haben wir hier vom Gesellschaftsspiel. Wo ist mein Wasser? Können die Kleinen auch richtig mit Wasser spielen und so? Ja. Das wird schön, ja. Das wird schön feucht in der Wohnung bei den Eltern, ne? Hat Schnucki gekauft. Und dann haben wir noch die wilden Kerle. Das Rennen. Mhm. Hatten wir auch noch nicht, ne? Nee. Ja, wir haben... Wir füllen unsere Abteilung so langsam auf, ne? Gut, und dann... Soll ich mal hier? Ja. Okay, dann mache ich hier erstmal weiter. Hier haben wir noch ein Playmobil-Set, ein kleines. Ja, da habe ich auch zu viel bezahlt. Ich weiß genau, aber egal. Aber ich wollte das andere unbedingt haben und da habe ich mir das aufquatschen lassen. So, Elfen helfen. Oder wie heißt das? Oder nur Elfen? Von Lego, ne? Das sind diese alten Sets, gibt es auch schon lange nicht mehr. Genau. Aber hat er ja gesagt, ist alles komplett und so, ne? Warst du ganz stolz drauf, ne? Ja. Dass du mal für die Mädels wieder was hast hier. Naja, da wurde ja auch schon nachgefragt. Ja. Ja. Du weißt das. Wen jetzt haben wir hier? Ja? Wie heißt der denn hier? Dopi? Ja, ja. Also von den sieben Zwergen auf jeden Fall. Du hast gesagt, von dem Otto-Film ist das direkt. Soll das sein oder was? Nein, das ist von Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ja, das ist schon klar. Ja, von den Trickfilmen. Ah, weil du irgendwas so gesagt hast da auf dem Flohmarkt. Ich dachte, das soll einen von den Schauspielern darstellen. Gut, hier haben wir noch eine Figur. Wer ist das? Der Tod? Nein, das ist hier von Herr der Ringe, der... Ja? Ja, der Tod. Also der ohne Kopf. Und hier sind dann noch Herr der Ringe, so diese Ü-Ei-Figuren, ne? Sind das? Ja, die hat er mir geschenkt. Ah, gut. Geschenkt ist immer gut, ne? Ja. Da kannst du nichts verkehrt machen. Das ist ja dann das Müll. Gut, und dann haben wir hier Star Wars-Figuren gekriegt. Die gehören zu so einem Schachbrett praktisch, ja. Die Filme hat er uns auch dazu geschenkt. Das war seine Deko dafür. Weiß ich nicht. Das könnte dann halt der Turm sein hier. Aber das steht dann immer unter den Figuren, wer was denn halt ist letztendlich. Ne? Oder wer der König ist oder die Königin oder so. Ne? Gibt es auf jeden Fall noch mehr Figuren, hat er gesagt. Also das sind noch nicht alle. Ja, ich hab's. Müssen wir mal gucken. Hier ist Prinzessin Leia, komm mal. In ihren guten Outfit. Oh, in ihren schönen Outfit. Ja. Oh, blendet ein bisschen.
Achso, okay. So. Dann machen wir mal hier weiter. Mhm. Ein bisschen was haben wir noch. Da muss ich erstmal rauskriegen hier. Warte, was haben wir hier? Irgendwie so ein altes Schleichset. Ja. Ja, und praktisch mit so einem Floß und Segel. Also so Robinson Crusoe mäßig entkommen von der Insel so ungefähr. Selbst zusammengebaut. Warte, was ist das hier? Das ist Playmobil hier. Boah, irgendwie, weiß nicht, so Indianermäßig oder so soll das sein wohl. So eine Felslandschaft. Oder wie siehst du das? Obwohl, das ist auch ein Drache, ne? Steinzeitmenschen mehr? Ja. Ah, in der Steinzeit. Okay. Dann habe ich dieses alte Set noch gekauft hier von Lego. Fantastisch. Ja, das ist garantiert. Hm. 40 Jahre, 50 Jahre alt oder sowas halt, ne? Keine Ahnung. Das hat nur drei Zahlen. Und dann haben wir hier noch. Nochmal von Lego Duplo, ne? Also das ganz erste Lego Duplo ab ein Jahr oder so. Irgendwie so Männchen und so, weiß nicht. Ah, hier, deswegen sah das so kahl aus. Guck mal hier, da kommen noch Bäumchen drauf und so hier. Guck mal, ich kann sogar mit Duplo spielen. Hättest du nicht gedacht, wa? Das sind große Steine. Das weiß ich hier nicht. Okay, das legen wir mal daneben. Ist peinlich wird, ne? Die kleinen Kinder mit 2 Jahren können das sicherlich besser. Ja. Ja. So, was haben wir denn hier noch? Jetzt wird es auch langsam eng. Und das hat alles in den kleinen Wagen gepasst? Ja, das Wahnsinn, haben wir, ne? Alles in den kleinen Wagen reingebrokelt. Entweder wir können so gut bauen, oder der ist doch größer, wie er aussieht. Wir können gut bauen. Ah, okay. Vampirella haben wir hier als Comic. Klimas Kampf, das ist sowas wie dieses, ja, Herzmann praktisch, ne? Ja. Als Frau, so ungefähr. Dann haben wir hier Winnetou, Michel Weiland, Schweinchen Dick, schick, schick. Woody Woodpecker, war auch cool damals, ne? Ja. Dann haben wir hier noch Karl May als Comic. Irgendwas von Topics hier, ein Mann räumt auf. Mit Charles Bronson praktisch von dem Film, ne? Archie Cash. John Tornado. Was ist das denn hier? Das kann ich nicht aussprechen hier. Den lass mal weg. Und hier haben wir noch einen John Tornado, ne? Ich mich hier blamier. Wäre das ja auch nicht gut. Dann haben wir hier noch 3 Mangas. Naja. 3x3 Augen. Shaman King. Und was ist das hier? Neon Genesis, Evangelion, sind auch ältere Sachen halt, ne? Ach ja, das hat er mir auch noch aufgedrängt hier, dieses Playmobil. Novelmore. Naja, ich hab's mitgenommen. Was soll's. Das war noch ganz cool hier. Alte Superman-Bände. Also die als Taschenbücher halt. Hier Superman und Batman sogar. Müssten auch so aus den 70er Jahren schon sein, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja heißt, hast du keine Ahnung. Hier, Tüten haben wir noch geschenkt bekommen von Lego. Ja. Das ist ganz das cool. War ein Händler aus Berlin. Genau. So, und dann hast du hier Schleichtierchen, ne? Ein Schwan, eine Elfe. Die sitzt in den Schwan, die musst du da wieder reinsetzen. Wie heißen diese Flügelfiecher hier? Einhörner nicht, ne? Doch. Flugeinhorn? Na, hat doch Einhorn. Ja, ja, aber wie heißen die denn speziell? Na, Einhörner. Fliegende Einhörner. Nein, die heißen doch garantiert anders da, richtig. Nein. Doch? Erzähl doch nicht. Und dann war noch ein ganz altes Lego-Set. Das wollte ich unbedingt haben. Das war auch von dem Händler aus Berlin, ne? Auf Lego-System, also auch richtig alt. Aber der Karton sieht aus wie... Direkt. Ne? Kann man sagen. Also echt top. Schönes Teil. Ja, sehe ich auch so. So, siehste. Nächste Tüte. Ach, hier ist immer Spiel, Spaß und Spannung. Wo filmst du denn hin? Ja, weiß ich nicht. Das wollen die Leute nicht sehen. Mann, so schnell kann ich nicht, wenn du so schnell läufst.
Kannst du auch mal langsam machen. Noch langsamer. Dann dauert das Video ja 20 Stunden. Ja. So, warte mal. Ich räume hier mal ganz kurz auf, damit wir euch diese Tüte noch präsentieren können. Ne? Was haben wir denn hier? Ta-ta-ta-ta! Ein Lego Star Wars Banner. Cool, ja, das, ne? Muss man quer nehmen, ne? Nee, guck ja. Mal. Da unten sind doch. Ist doch so. Ach ja, ist ja so. Da unten. Erzähl doch nicht. Das ist schon richtig so. Nur wir müssen das alles noch ins Schaufenster irgendwie hängen. Und dann haben wir ja auch noch diese Yu-Gi-Oh! Banner und sowas. Mhm. Boah, wird das geil. Wenn es hält. Nachher kommt die ganze Decke runter. Das wäre nicht so gut, oder? Nee. Nee. Ja, warte. Ich hab gleich. Dann haben wir hier Professor Layton als Film. Oh, das fand er ganz toll und er war ganz stolz auf sich. Ja. Ja. Und der scharlachrote Pirat habe ich da noch gekauft. Klassiker. Das habe ich nicht gekauft. Das habe ich gekauft. Das ist eine Monster-Hai-Puppe. Naja. Warum sieht die so bläulich aus? Mann, die sehen so aus, ja. Ich dachte, die ist angelaufen. So, dann haben wir hier noch Tassen von Bud Spencer. Dummerweise letzte Woche ein Kunde nachgefragt, ne? Ob wir die noch haben. Jetzt haben wir sie wieder besorgt, also falls du das siehst, ne? Sind wieder alle da. Eins, zwei, drei und vier. Mal, noch. Hier ist er nochmal alleine drauf. Und fünf. Und hier ist noch der Schrauberbecher. Für alle Handwerker, ja. Und Automechaniker und so. Gut, und dann haben wir hier nochmal DVDs. Einmal Stockholm heißt diese Serie hier. Dann haben wir hier Springflut, Staffel 1 und 2. Und Udo in seinen jungen Jahren. Nee, das ist nicht in seinen jungen Jahren. Vor 3-4 Jahren. Ja, man wird nicht faltenfreier, ne? Im Alter kennst du auch, oder? Na, du kennst das besser, ne? Immer muss es so gemein zu mir sein. So, was haben wir denn hier? Lego City. Warum haben wir das denn überhaupt? Ja, die haben wir geschenkt gekriegt. Ach so. Da sind dann halt nochmal, ist immer eine Figur. Aber ist noch komplett, ja. Ja. Immerhin. Habe ich gar nicht mitgekriegt, siehst du? Ja, aber ich. Sehr gut. Dann haben wir hier noch einen Baum. Aber der muss auch wieder gerichtet werden, weil... Hier sind, glaube ich, dummerweise die Blätter abgefallen. Naja, ist ja auch Herbst. Also so sieht er im Sommer aus und so sieht er im Winter aus. Ich mache die wieder dran. Und dann kannst du deine Pferdchen darunter galoppieren lassen, ja? Ja. Deine Schleichpferdchen. Ja. Das wird so schön. Ja, hervorragend. Oder die Dinos. Genau, denn sie hat noch Dinos gekauft. Ja, obwohl, das ist hier wohl eher ein Wal, ne? Würde ich sagen. Ja, das hast du gekauft. Ja, der ist auch cool. Dann hast du hier noch so ein komisches Pferd. So das großes. Ist ein großes. Mit Mähne. Dann hast du noch kleine Dinos hier, ne? Warte, das kriege ich doch gar nicht alles hier hin. Wie heißt der hier? Keine Ahnung. Stachel-Dinosaurier. Stachel-Dinoschweinchen-Saurier. Okay. Nee, das ist der Wal. Sind das beides Wale? Das ist auch ein Wal. Das ist ein Pottwal und ein anderer Wal. Ah, du kennst dich aus. Hier haben wir noch so ein fliegendes Pferd. Das habe ich gekauft. Dann haben wir hier noch ein Dino. Und noch ein Dino. Alles voller Dinos hier. Nee, warte, hier ist ein Elefant. Ja. Hier hast du noch ein Pferdchen. Hier ist ein cooler Dino. Das ist ein Pflanzenfresser. Ich habe nicht aufgepasst, wie die heißen alle. Mist. Hier hast du noch mal Blätter für deinen Baum. So. Hier ist noch ein etwas größerer Dino. Ja, deine Schleichabteilung wächst. Macht das ja schön. Das ist auch ein schönes Pferd. Damit die Kunden sehen, was wir alles haben. Eine Antilope. Ist das hier auch eine Elfe? Das ist eine Fee, ja. Eine Fee? Hier ist noch ein Steinbock oder so? Nein, das ist eine Antilope. Ach so, eine Antilope. Verkleidet als Steinbock. Das ist kein Steinbock. Hier ist noch ein Dino. So, und dann haben wir hier noch einen Bär.
Ach, was nicht alles gibt, wa? Und dann haben wir hier noch von Lego Duplo ist das ein Drache. Genau. Das soll auch relativ selten sein, hier mit so einer Kanone zum Abschießen und so. Ja, sieht ganz cool aus, ne? Im Grün haben wir es schon. Ja, das war's auch schon. Wir können aufmachen. Hurra, wir haben es geschafft. Yippie!